Leute, Hallöchen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit einem etwas angsteinflößenden Thema, nämlich habe ich insgesamt 10 Fakten über den Mors-Mordred-Zauber herausgefunden. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Viel Spaß dabei! Fakt Nummer 1. Die Zauberformel Mors-Mordred war ein dunkler Zauber, der dazu führte, dass ein dunkles Mal in Form eines Totenkopfs und einer Schlange in den Himmel gezaubert wurde. Bei besagten Schlangentotenkopf handelt es sich natürlich um das dunkle Mal Lord Voldemorts. Fakt Nummer 2. Es wird innerhalb der Wizarding World gesagt, dass Lord Voldemort den Mors-Mordred-Zauber selbst entwickelte, was im Grunde auch nahe liegt, wenn man ehrlich ist. Fakt Nummer 3. Voldemorts Todesser nutzten den Mors-Mordred-Zauber, um Häuser zu markieren, in denen sie einen Mord begingen. Familienmitglieder, die das Mal über ihrem Haus sahen, konnten davon ausgehen, Schreckliches vorzufinden. Fakt Nummer 4. Mors-Mordred diente so einerseits als eine Art Visitenkarte der Todesser und Voldemorts, als auch als Möglichkeit, der magischen Bevölkerung weiter Angst zu machen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Tatsächlich war das Wirken des Mors-Mordred-Zaubers nur Todessern des engsten Kreises bekannt, weshalb es auch nach Voldemorts Fall nie wieder gesehen wurde. Fakt Nummer 6. Bekannte Zauberer, die Mors-Mordred einsetzten, waren Barty Crouch Jr., der Todesser namens Gibbon, Lord Voldemort selbst und ein namentlich nicht bekannter Todesser. Fakt Nummer 7. Eventuell fragen sich manche, warum ich gerade nicht Bellatrix genannt habe, obwohl sie in Teil 6 nach Dumbledores Ermordung Mors-Mordred wirkte. Nun, das liegt daran, dass es Bellatrix nur im Film, nicht aber im Buch war. Im Buch wirkte Gibbon den Zauber auf dem Astronomieturm. Fakt Nummer 8. Mors-Mordred leitet sich von den beiden lateinischen Wörtern Mors, was Tod bedeutet, und Mordre, was beißen bedeutet, ab. Eine Anspielung auf den Begriff Todesser. Fakt Nummer 9. Im Film zu Teil 4 scheint das durch Mors-Mordred gewirkte dunkle Mal grünlich, während es später aus grauen Wolken besteht. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Mors-Mordred ist der einzige Zauber, dem Barty Crouch Jr. in seiner natürlichen Form, sprich nicht als Moody, im Film wirkte. Ja, das waren meine 10 Fakten über den Zauberspruch Mors-Mordred. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Über die Playlist unten findet ihr viele weitere Faktenvideos zu Wizarding World und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!